So, when we are one with God, dementsprechend, wenn wir mit Gott eins sind, we have come into a place of unity. Dann sind wir zu dem Ort der Einheit gekommen. With Christ. Mit Christus. Now Christ is the fulfillment of all our desires. Nun, Christus ist die Erfüllung von all unseren Verlangen und Sehnsüchten. So, all the desires of man, all die Sehnsüchte des Menschen is fulfilled in Christ. Sind in Christus erfüllt. And so Christ, Christus also, his identity, seine Identität, his inheritance, sein Erbteil, his position, seine Stellung, his location, ja, seine Position bzw. seine Lage, is actually reflected to those that has been affected or those that have been adopted in himself. Wird nämlich durch die Angenommenen wieder gespiegelt. So everything that has to do with him, alles, was mit Christus zu tun hat, has to do with us. Hat mit uns zu tun. Now this is the mindset with which we need to walk with. Also mit dieser Gesinnung müssen wir wandeln. Amen. Amen. So what does that tells us? Was sagt uns das? That it simply tells us that the Son, das sagt uns, dass der Sohn has got everything. Alles hat. Amen. Amen. The Son, his position before the Father, seine Stellung vor dem Vater, is that which pleased the Father. Ist genau das, worüber der Vater wohlgefallen hat. Amen. So let's look at scriptures. Wir schauen uns die Schriften an. Luke 15, the verse 31. Lukas Evangelium 15, wir lesen Vers 31. Luke 15, the verse 31. Now we all know the story of the prodigal son. Nun, wir kennen alle die Geschichte vom verlorenen Sohn. And this is the conclusion of what Jesus said concerning the father to the son. Und das ist der Entschluss von dem, was Jesus über den Vater ausgesagt hat. Amen. Amen. What the father concluded in regard to the son. Was der Sohn, was der Vater also beschlossen hat über den Sohn. It says, and he said unto the son, unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. This is powerful. Das ist kraftvoll. It says, you are ever with me. Ja, du bist allezeit bei mir. Glory be to God. Ehre sei Gott. So, the Son knows that he is ever with the Father. Der Sohn erkennt, dass er allezeit beim Vater ist. So, what the Father has, was der Vater hat, belongs to the Son, gehört dem Sohn genauso. Amen. Amen. Now, this is very important because whatever we are to do in this world. Das ist wichtig, denn was auch immer wir auf dieser Welt oder in dieser Welt tun möchten, we know that we are not alone. Dann erkennen wir an, dass wir nicht alleine sind. Amen. Amen. We are not alone. Ja, wir erkennen, wir sind nicht alleine. We came into this world, wir sind in diese Welt hineingekommen. There are things in this world, es gibt Dinge in dieser Welt, that can attach to us, die sich uns anhängen können. There are things that are in this world, es gibt Dinge, die sich in dieser Welt befinden, that we may be tempted to claim them. Ja, also wozu wir versucht werden, diese Dinge selber zu beanspruchen. So in order for us to meet our assignment, doch damit wir unser Auftrag schaffen, and that we are not falling by temptations, und dass wir nicht versagen durch die Versuchungen, God makes sure that our oneness with him, Gott sorgte dafür, dass unsere Einheit mit ihm is assured, ist wirklich sicher. Amen. Amen. So where he is, denn wo er ist, that is where we are. Dort sind wir auch. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now this is not something you can apprehend physically. Also das ist natürlich nichts, was man körperlich so beanspruchen kann. You need to know this.
Doch das brauchst du zu erkennen. Amen. You Amen. Need to be aware of it. Also dir soll das bewusst sein. That's why Jesus says you will know the truth and the truth will set you free. Deswegen sagte Jesus, du wirst die Wahrheit erkennen und die erkannte Wahrheit macht dich frei. So one of the truth concerning the Son is this. Und eine der Wahrheiten über den Sohn ist folgende. The Father says thou art ever with me. Hier bekennt der Vater, du Kind, du bist allezeit bei mir. All that I have is thine. Und alles was mein ist, ist dein. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Ehre sei Gott. John 3, the verse number 35. Johannes Evangelium 3, wir lesen Vers 35. Let's look at the testimony of John the Baptist as regard to the Son. Wir schauen uns das Zeugnis von Johannes der Täufer an in Bezug auf den Sohn. John 3, the verse 35. Johannes 3, Vers 35. John said, the Father loved the Son and had given all things into his hand. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seiner Hand gegeben. Amen. Amen. The Father, der Vater, he loves the Son, liebt den Sohn, and he has given all things in the hands of the Son, und hat alles in seiner Hand gegeben. So, the Son needs to walk with this awareness. Doch der Sohn braucht mit diesem Bewusstsein zu wandeln. Amen. Amen. Now, this is very important. Why? Warum ist das hier sehr wichtig? Why is the Son needs to be assured of all this? Warum soll dem Sohn zugesichert sein von all diesen Aussagen? Because this world that we are in. Denn diese Welt, in der wir wohnen, is synonymous to temptation. We will come to that. Ist genauso wie die Versuchung selbst. Amen. Amen. Everything that is in the world, alles was in dieser Welt ist, is to tempt us. Ja, stellt für uns eine Versuchung dar. Now when I say tempt us, I'm talking of our sonship. Also wenn ich über die Versuchung spreche, ich rede von der Versuchung der Sohnschaft. So the Father said, everything that he has given to you. Und hier sagt der Vater, alles was meins ist, ist dein. Amen. Amen. He says, where I am, you are also. Nämlich da, wo ich bin, da bist du auch, sagt der Vater. But the things in this world are fashioned in such a way to undermine what the Father said concerning the Son. Doch die Dinge in dieser Welt sind so geschaffen, dass die Aussage des Vaters wirklich, sage ich mal, also untergewässert werden soll, also für unwichtig gezählt werden soll. Amen. Amen. Look at 1 John 4, 2 rather, the verse number 15. 1. Johannes 2, wir lesen Vers 15. 1 John. Johannes 2, 15. Wir haben zuerst unsere Sohnschaft begründet. John said, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Hier drückt sich Johannes so aus, lieb nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Amen. Amen. What is the love of the Father? So was ist die Liebe des Vaters? John 3, 35. Das haben wir in Johannes 3, 35 gelesen. It says the Father loved the Son. Nämlich, der Vater liebt den Sohn. And he has given all things in the hands of the Son. Und er hat alles in die Hände des Sohnes gegeben. So if the Son loved the things of this world, then the love of the Father is not in him. Wenn der Sohn die Dinge dieser Welt liebt,
dann ist die Liebe des Vaters nicht im Sohn. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Do you get the point here? Also kommt der Punkt bei euch an? So, God knows that there will be things in this world. Denn Gott weiß ganz genau, es werden Dinge in dieser Welt geben. That will distract us from our assignment. Die uns von unserer Aufgabe ablenken. Amen. Amen. It will distract us from our service. Ja, sie werden uns von unserem Dienst ablenken. Every soul that comes into this planet Earth. Jede Seele, die in die Erde hineintritt. We are here to serve. Wir sind hier, um zu dienen. Amen. Amen. There is something that you have to do. Es gibt etwas, was du zu tun hast. There is something that you have to accomplish. Es gibt etwas, was du erzielen musst. But God has sent you here as a son. Doch Gott hat dich als Sohn hierher geschickt. Because when you serve God, denn wenn du Gott dienst, you grow in your sonship. Dann wächst du in deiner Sohnschaft. Amen. Amen. We'll come into that. Also das kommt man noch hinzu. You know, many believers does not grow. Denn viele Glaubende wachsen nicht. Because they don't serve God. Weil sie Gott nicht dienen. Amen. Amen. Because they don't serve. Weil sie nicht dienen. I'm not talking about doing things, you know. Also bitte nicht verwechseln. Ich mit Dienst meinte ich nicht irgendwelche Sachen tun oder irgendwelche Dinge verrichten. Because for you to really serve God, doch damit du Gott dienst, you must first take your position of sonship. Musst du deine Stellung der Sohnschaft zuerst einnehmen. Amen. Amen. Because service, denn true service, wahrhaftiger Dienst, is attached to with temptation. Ist verbunden mit Versuchung. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. When God sent you to serve, als Gott dich gesandt hat zu dienen, he didn't send us to serve in heaven. Er hat uns nicht in den Himmel gesandt zu dienen. He sent us to serve here. Sondern unser Dienstauftrag ist auf Erden. And in this world, und in dieser Welt, the Bible says that there are three things which are here. Es gibt drei Dinge, die hier anwesend sind. The lust of the flesh, ja, die Begierde des Fleisches, the lust of the eyes, die Begierde der Augen and the pride of life. Und der Hochmut des Lebens. So these are the things which are in the world. Das sind die Dinge, die in der Welt sind. So in other words, what God is telling us is that in the world we will be tempted. Gottes Aussage zusammengefasst heißt, in dieser Welt werden wir versucht. So as we overcome temptation, so wie wir die Versuchung überwinden, we grow in our sonship. Wachsen wir in unserer Sohnschaft. So this simply means that what are we tempted? What is it that we are tempted of? So, dann stellt sich die Frage, woraus besteht denn unsere Versuchung? What is temptation saying to us? Was sagt die Versuchung aus? What is the challenge of temptation to you as a son? Also zu dir als Sohn, welche Herausforderung stellt die Versuchung dar? Amen. It's simple. Das ist einfach. Temptation is actually telling you that you are a common man. Die Versuchung sagt aus, dass du ein gewöhnlicher Mensch bist. Amen. Amen. That you are a man. Du bist ein einfacher Mensch. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. A man is he that lacks, he ja. That is afraid. Ja, denn ein gewöhnlicher Mensch ist derjenige, der sich fürchtet und derjenige, der im Mangel ist. Amen. Some of you are trying to connect. Ja, manche sind noch am Überlegen. Ja, das ist noch nicht ganz angekommen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You know, look at Jesus Christ. Schau dir mal Jesus Christus an. Look at Jesus Christ. Schau dir Jesus an. In Luke 3, the verse number 21. Lukas Evangelium 3, Vers 21. So, let's just put all these things into perspective. Ja, wir möchten das alles wirklich, dass die Puzzle wirklich zueinander passen. Okay, let's put it into perspective now, you'll get the point. So, wir stellen alles zusammen. So we're studying a case study, Jesus Christ. So wir machen nun einen Studienfall, Jesus Christus. The pattern son. Ja, unser
Sohn, als also derjenige, der uns das Vorbild der Sohnschaft zeigt. So the Bible tells us, die Bibel sagt uns, let's just read it quickly from the verse 21. Lukas 3, Vers 21. It says, now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde. And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven, and which said, thou art my beloved Son, in thee I am well pleased. Und der Heilige Geist in lieblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg, und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen gefunden. Here we see the attestation of the Father. So hier sehen wir die Bestätigung des Vaters. That Jesus Christ is the Son of God. Dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Amen. Amen. So God authenticate him as a son. Gott hat ihn bestätigt als Sohn. So in other words, anders gesagt, all where the Father is, Jesus Christ is also. Das heißt, wo der Vater ist, dort ist auch Jesus Christus. What the Father have, Jesus Christ has also. Was der Vater hat, das hat Jesus Christus genauso. And so Jesus Christ understood this concept. Jesus Christus verstand dieses Konzept. Amen. Amen. He understood that he was the Son of God. Er verstand, dass er der Sohn Gottes ist. Because the voice of the Father declared so to him. Denn die Stimme des Vaters hat ihm genau das erklärt. Amen. Amen. Look for the verse number one. So, jetzt schauen wir uns Lukas Evangelium 4, Vers 1. Because from Luke 20, whatever, 22 or 23, is just the genealogy. So let's just continue from Luke 4, the verse number 1. Ja, ab Vers 23, da geht's denn mit dem Stammbaum los, aber wir schauen uns Lukas 4, Vers 1 an. And so the Bible says, Jesus being full of the Holy Spirit, he was led into the wilderness to be tempted by the serpent. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Wüste 40 Tage umhergeführt, um dort von dem Teufel versucht zu werden. Amen. Amen. Halleluja. Why was he driven into the wilderness by the Holy Ghost? Warum wurde er, und zwar vom Heiligen Geist, in die Wüste umhergeführt? He was the bona fide Son of God. Also das ist der waschechte Sohn Gottes. Now his statue, ja, was that of the Son. Ja, seine Stellung war das des Sohnes Gottes. And so God knew that this is a man in whom I am well pleased. Denn Gott kennt jetzt ganz genau, dass das ist der Mensch, in dem er wohlgefallen hat. And so now he is qualified for service. Nun ist dieser Sohn für den Dienst bereit. Amen. Amen. He is qualified for his assignment on earth. Dieser Sohn ist für seinen Dienst auf Erden tauglich. Because I have given to him everything that he will ever need. Denn warum? Ich habe diesen Sohn alles gegeben, was er je brauchen wird. Wherever he will go, wo auch immer er hingeht, I will ever be with him. Ich werde immer bei ihm sein. So he can never fear nothing. Also er kann nichts fürchten. Amen. Amen. So Jesus knew that. Das erkannte Jesus. But the Holy Spirit said, no, you have to be tested. Doch der Heilige Geist sagt, na ja, das reicht nicht aus. Wir würden dich mal durch die Prüfung schicken. Amen. Amen. You have to be tested. Ja, du musst die Prüfung machen. Huh? Amen. You know, we say we are sons. It has to be tested. Ja, wir sagen, wir sind die Söhne. Hurra! Aber die Söhne werden geprüft. Are you not going to be afraid? Ja, wirst du keine Angst haben? Now, if they present to you something, the good of this world, are you not going to go for it? Wenn man dir das Gute aus dieser Welt vorstellt und dir gibt, wirst du es nicht annehmen? That is a reason for the wilderness. Und das ist der Grund für die Wüste. For the revelation of the tangible manifestation of the Son. Nämlich für das Sichtbarwerden von diesem greifbaren Manifestation des Sohnes Gottes. Amen. Amen. So we see from this story here,
Aus dieser Geschichte hier sehen wir, that Jesus was tempted on these three levels. Nämlich, dass Jesus Christus auf diese drei Ebenen versucht wurde. The lust of the flesh. Ja, Begierde des Fleisches. The Bible says he was hungry. Die Bibel sagt, er war hungrig. Hunger has to do with lack. Ja, Hunger hat mit Mangel zu tun. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So he was hungry. Also er war hungrig. So if you are the son of God, also wenn du der Sohn Gottes bist, you can fulfill your hunger. Du kannst doch deine Hunger stillen oder sättigen. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you are the son of God, wenn turn this stone to bread. Wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle diese Steine zu Brot. Glory be to God. Ehre so sei we Gott. See here that you know he was tempted in terms of the things that he lacks seemingly in this world. Und man sieht es hier ganz klar, nämlich in den Dingen, die er anscheinend, die ihm augenscheinlich gemangelt hat, darin wurde er versucht. Amen. Amen. So the temptation was on the desire. Ja, also die Versuchung lag an der Sehnsucht. Does he have desires? Ja, hat er nun Sehnsüchte, which are unfulfilled? Die unerfüllt sind? And now in his case we look at him being hungry, right? So, nun haben wir den Fall angeschaut, wo er hungrig war. What about us? Aber was ist mit uns? What are we hungry of? Ja, wonach hungert es uns? I leave that to you. Also das überlasse ich dir. Amen. Amen. What are you hungry of? Na, worauf hast du Hunger? What do you desire? Ja, was verlangst du? What do you think that you don't have? Ja, wonach sehnst du dich, wo du denkst, Mensch, wenn ich das nur haben könnte? Because the Father said he has given to you all things. Denn der Vater sagte hier aus, er hat dir alles gegeben. Everything that has to do with anything concerning your life. Also alles, was zum Leben dient. Your clothing. Ja, deine Anziehsachen. Your shelter. Ja, deine Wohnstätte. Everything. Alles. He has given to you. Hat er dir gegeben. Now, this shouldn't be the purpose of our lives. Doch diese Dinge sollen nicht der Zweck unseres Lebens sein. This shouldn't be that which determine our service here on earth. Diese Dinge sollen nicht unseren Dienst auf Erden entscheiden. Amen. Amen. We don't work to fulfill all these things. Also wir arbeiten nicht, um all diese Dinge zu erfüllen. Amen. Halleluja. Halleluja. You know, we are not many, but cool. Wir sind zwar nicht viel, aber die Kälte von draußen scheint drin zu sein. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now this is very, very important. Nee, Volk of God. Very Volk Gottes, das ist sehr, sehr wichtig. Very important. Sehr wichtig. Because when you begin to walk with the mindset that God has given you everything, denn wenn du anfängst mit der Gesinnung zu wandeln, nämlich dass Gott dir alles gegeben hat, all the things that you need in this life, all die Dinge, die du in diesem Leben benötigst, will be manifested. Sie zeigen sich without effort, und zwar mühelos, and you will be given to your assignment. Für dich, und du wirst dich nur deiner Aufgabe widmen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You will be given to your assignment. Ja, also du wirst dich nur deiner Aufgabe widmen. Amen. Amen. Many don't serve in this life. Many don't serve God because they are so distracted. In diesem Leben viele dienen Gott nicht. Warum nicht? Weil sie sehr abgelenkt sind. Amen. Amen. They are distracted. Sie sind sehr abgelenkt. Oh, I have to do this. If not, I will not fulfill this and ja, that. Also and that. Ich muss das machen, ansonsten würde ich nicht in der Lage sein, Folgendes zu tun. So they don't trust God. Und es drückt aus, dass sie Gott nicht vertrauen. They don't stand on their position of sonship. Sie stehen nicht auf ihrer Stellung der Sohnschaft. Amen. Amen. And so here the Bible says Jesus Christ, having been authenticated by the Father of his sonship. Und hier sagt uns die Bibel, dass Jesus Christus, nachdem seine Sohnschaft vom Vater ihm gegenüber bestätigt wurde, he was tempted. Er wurde versucht. Amen. Amen. Why was he tempted? Warum wurde er versucht? Whether the love of the Father is in him.
Ja, er wurde versucht, damit man sieht, damit es sichtbar wird, ob die Liebe des Vaters in ihm wohnt. Amen. Amen. What is the love of the Father? Ja, und was ist die Liebe des Vaters? When the Father loves you, wenn der Vater dich liebt, he gives everything that he has in your hands. Ja, er legt dir alles, was er in seinem Besitz hat, in deinen Händen. When the Father loves you, wenn der Vater dich liebt, everywhere he is, you are. Überall, wo er ist, da bist du auch. You are inseparable from him. Du bist von ihm unzertrennlich. So when that is established, und wenn das also in dir fundiert ist, this two force that holds everyone captive in this world is solved. Diese zwei Kräfte, diese zwei Elemente, die wirklich alle Menschen gefangen halten auf dieser Welt, sie sind wirklich ausgelöscht. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So you don't live your life just anyhow. Dementsprechend führst du dein Leben nicht nur irgendwie. You know why you are alive. Sondern du erkennst, warum du am Leben bist. Und ich darf das auch mal dazu sagen, du erkennst auch, warum du nicht einfach wegsterben kannst. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Mhm. Amen. Galatians 4, the verse number 6 and 7. Galaterbrief Kapitel 4, wir schauen uns Vers 6 und 7. Galatians. Galaterbrief 6 and 7. Kapitel 4, wir lesen Vers 6 und 7. Paul says here. Hier drückt sich Paulus so aus. And because ye are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Wherefore thou art no more a servant, but a son. Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. And if a son, then an heir of God through Christ. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott in Christus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So here Paul is trying to tell us that God has given to us a new statue. Und hier drückt sich Paulus so aus, dass Gott uns eine neue Stellung, einen neuen Status gegeben hat. Amen. So Amen. It is not only Jesus Christ, the Son of God. Und dementsprechend gibt es nicht nur Jesus Christus als Sohn Gottes. So we are the sons of God today. Heute sind wir die Söhne Gottes. He have sent the Spirit of His Son. Er hat den Geist seines Sohnes gesandt. In whom today we call God Abba Father. In ihm heute rufen wir Gott Abba Vater. So everything that we need for life. Alles, was wir zum Leben benötigen. Everything that we need for this world. Alles, was wir in dieser Welt bedürfen. Has been given to us. Wurde uns zugeteilt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. We lack nothing. Uns mangelt nichts. Huh? Amen. There is nothing that you lack. Also dir mangelt gar Now, nichts. This is a foundation that your life must stand on. Auf diesem Fundament muss dein Leben stehen. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because service Dienst is that which brings the fulfillment of our purpose in life. Ist genau das, was die Erfüllung unseres Zwecks im Leben bringt. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So Jesus Christ was aware of who he was. Jesus Christus war nun bewusst dessen, wer er war. Jesus Christ was aware of what he has. Jesus Christus war bewusst von dem, was er im Besitz hat. And so should we also walk with this consciousness. Nämlich mit demselben Bewusstsein Jesu Christi sollen wir auf Erden wandeln. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus Christ. Jesus Christus also. The Bible tells us. Sagt uns die Bibel. Now let's look at the scriptures in the book of Colossians. Wir schauen uns Kolosserbrief an. Amen. This is so powerful. Das ist sehr kraftvoll. Colossians 3, the verse number 10.
Kolosserbrief 3, wir lesen Vers 10. The verse number 10 and the verse number 11. Vers 10 und 11. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. The verse number 11, it says, where there is neither Greek nor Jews, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, born or free, but Christ is all and in all. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Sküter, Sklave, Freier, sondern Christus alles in allen. Amen. Amen. Christ is all and in all. Christus ist alles und Christus ist in allen. Now this is powerful. Ja, und das ist kraftvoll. Christ is all. Christus ist alles. And Christ is in all. Und Christus gibt es in allen. Mhm. Amen. Amen. Now you and I, we are one in him. Du und ich, wir sind eins in ihm. We are united, we are identified to Christ. Wir sind vereint, wir sind mit ihm identifiziert. Christ is the living Son of God. Christus ist der lebendige Sohn Gottes. Amen. Amen. So our oneness is with Christ. Unsere Einheit ist mit Christus. Amen. Amen. And so Paul is giving us this wonderful statement. Paulus schenkt uns diese wunderbare Aussage. Is that Christ is all. Nämlich, dass Christus alles ist. So the all of God is in Christ. Das bedeutet, dass alles von Gott ist in Christus. And so God has made us one with him. Dementsprechend hat Gott uns eins gemacht mit dem Christus, der alles ist und alles in allen ist. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Danke, Vater. And so when we know this, wenn wir dies erkennen, this tells us that you and I, who are in Christ, we are inseparable from all. Diese Aussage lässt uns wissen, dass wir, die in Christus sind, wir sind von allem unzertrennlich. Amen. 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 We are inseparable from all. Wir sind unzertrennlich vom allen. So if I serve you, also wenn ich dir diene, I'm serving myself. Dann diene ich mir selbst. Amen. Amen. Do you get it? Ja, kommt's bei dir an? No, it's not coming more. Amen. Hallelujah. Amen. Now, we are in Christ. Nun, wir sind in Christus. Christ is all. Christus ist alles. And in all. Und Christus ist in allen. And so when I serve you, wenn ich dir diene, I am serving myself. Dann diene ich mir selbst. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So when we walk with this mindset, wenn wir mit dieser Gesinnung wandeln, we are not distracted from what we can get from one another. Wir werden nicht abgelenkt, und zwar von dem, was wir aus voneinander bekommen können. So when I help you, wenn ich dir helfe, I am helping myself. Dann helfe ich mir selbst. Halleluja. This is how I fulfill my own destiny. So erfülle ich meine eigene Bestimmung. When you are lifted up, wenn du auferbaut wirst, I am lifted up. So werde ich auferbaut. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You know, if you don't serve, wenn du nicht dienst, you are degrading the work of God. Du degradierst, also du lässt zurückfallen Gottes Werk. Amen. Amen. And you are degrading yourself. Und du verminderst auch dich selbst. You don't grow into your purpose without service. Nämlich ohne Dienst wächst du nicht in deinem Zweck, in deiner Aufgabe hinein. Amen. Amen. So that is why
The son is called to serve. Und deshalb wird der Sohn berufen zu dienen. So the way in which sons are manifested in this world, die Art und Weise, womit Söhne sichtbar werden auf dieser Welt, is not only through revelation. Ist nicht nur durch Offenbarung. It's not only when we know that we are sons of God. Es ist nicht nur, wenn wir erkennen, dass wir Söhne Gottes sind. When you are the son of God, wenn du der Sohn Gottes bist, what do you do? Was tust du damit? What is your assignment? Was ist dein Auftrag? Amen. Amen. Halleluja. Amen. So the foundation is who you are, is your identity. That is settled. Ja, das Fundament, sprich wer du bist, deine Identität, das ist klar und das ist erledigt. But your task, doch deine Aufgabe, is something to do. Ist, hat etwas mit tun. Amen. Amen. You see, people who doesn't understand, they say, oh, in grace you don't walk. Oh my God. Menschen, die nicht begreifen, denken, naja, in der Gnade brauchen wir nichts zu tun. Amen. Amen. Who told you that? Wer sagt dir das? In grace, in der Gnade. You walk more. Also, da hört die Arbeit nicht auf. Amen. Amen. Okay. In grace, you walk more. In der Gnade arbeitest du sogar viel mehr. You know why? Wisst ihr, because warum? It is no more you. Wisst ihr, warum das so ist? Weil es nicht mehr ihr you das have seid. Become one with God. Denn du bist eins mit Gott geworden. And it is God who walks. Und es ist Gott, der durch dich wirkt und arbeitet.